Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Momodora Reverie Under the Moonlight. Es tut mir leid, ich habe in den letzten drei Parts, glaube ich, war das, da habe ich immer oft oder on the Moonlight gesagt. Es tut mir leid. Jetzt weiß ich, wie der Titel heißt. Under the Moonlight. Es tut mir leid. Ich habe mir ein neues Mikro gekauft, denn mein altes hat den Geist aufgegeben. Und ich guck gerade mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir können nach links. Und wir können da oben rechts, aber wir gehen. Ich glaube, wir gehen erstmal nach links, ne? Ich glaube, da oben rechts müssen wir hin. Deswegen denke ich mal, dass wir nach links gehen, um da vielleicht aufzudecken, um. Ja, halt aufzudecken, ne? Weil nach rechts denke, habe ich nämlich das Gefühl. Oh Gott. Dass da halt storytechnisch weitergeht. Wobei wir viele Items brauchen. Wir brauchen ja zum Beispiel auch noch den Schlüssel, wo wir da durch die Tür kommen. Und ja, mal sehen. Jetzt müssen wir erstmal hier durch. Ist auf jeden Fall ist dieses Gebiet hier sehr atmosphärisch, wie ich finde. Ich muss gerade mal gucken. Ja, weiter links da hoch, ne? Denke ich mal. Gut, dann schwimmen wir mal um unser Leben hier. Ja. Man sieht hier auch kaum was. Stimmt ja, wir haben ja die Booster. Habe ich auch ganz vergessen. Natürlich. Was wäre ein Partbeginn nicht ohne zu sterben, war? Das ist das Spiel. So ist das Spiel, Momodora. Man muss halt sterben, um herausfinden. Nee, was heißt um herausfinden? Ja klar, um herausfinden, wo man sterben kann, ja, aber. Ihr habt ja mittlerweile schon gesehen, was das für ein Spiel ist. Deswegen. Man muss halt auch mal ab und zu mal sterben, um nicht der Profispieler zu sein. Einfach so. So, diesmal wissen wir, dass da oben Stacheln sind. Ich bin immer zu hektisch, es tut mir echt leid. So. Ah genau, hier ist der Händler, ne? Aktivieren wir erstmal die Glocke. Die ist ja näher dran. Das war mein Plan. Hier kommen wir auch noch nicht durch. Ich wollte mir die Glocke erstmal holen, dann wollte ich da links weiter, denke ich mal, ne? Wobei da ganz oben, habt ihr auch gesehen, da gibt es ja auch noch einen Weg, den wir noch nicht gehen können. Ich will nur überlegen, ob ich den nehmen soll. Ich denke mal schon, ne? Weil von unten kommen wir ja nicht leider weiter rein, da unten links. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen zurück quälen. Zur Stadt Karst, um davon da oben reinzukommen. Ich finde dieses Spiel immer noch sau schick, da bin ich ehrlich. Ich hoffe ihr auch. Denk mal, wenn wir hochgehen, ist es eine Abkürzung, ne? Stimmt, da links können wir ja eh nicht weiter, da ist ja das Wasser, da haben wir gegen die Hexe mal Bella gekämpft. Da bringt es halt auch nichts, deswegen gehen wir hier durch. Die Bewohner haben ja auch, glaube ich, nichts Neues zu erzählen. Dementsprechend ist das wohl besser, wenn wir hier lang gehen. Und auch die Bewohner ignorieren. Ja, du mich auch. Komm, jetzt kaufen wir so hinter einer auf. Ha. Ja, genau, guck mal, von da unten wären wir nicht hierher gekommen. Und hier wäre ein Shortcut ja frei, deswegen. Es ist ja ganz gut. Und hier ist sogar noch die Glocke. Dann glaube ich, aktivieren wir die nochmal, ne? Da hinten links kann man noch runter. Hä? Was machst du denn hier? Ich bin froh, dass du noch am Leben bist. Ich schätze, ich habe mich das letzte Mal nicht vorgestellt. Mein Name ist Eri. Nett, dich kennenzulernen. So? Du kommst also aus dem Westen? Überall ist es sicherer als hier. Diese Stadt ist... Unsere Leute, sie sind zu formlosen, ziellosen Geistern geworden. Wir wurden zurückgelassen, um zu sterben, oder? Ach Quatsch, nein. Ah, danke dir, deine Worte geben mir Hoffnung. Ich ziehe mich zurück in den Wald. Das Gebiet dort ist vom Fluch der Königin geschützt. Das ist ja... Frag mich sowieso, warum?
Ne? Hast du noch was zu sagen? Nee, ich zieh mich zurück in den Wald. Ja, dann mach mal. Vielleicht treffen wir uns ja da irgendwann mal wieder, wenn ich hier alles fertig habe. Gut, dann gehen wir mal zurück. Heiliger Hain, Ordalia. Stimmt ja. Wir sind ja gerade auf dem Weg. Das war ja der Wald. Aber hier war ja unten noch was, ne? Hier unten, genau. Ich wusste gar nicht mehr, dass es im Wald ist. Da oben ist aber auch noch. Da oben ist auch noch Zeug. Wir haben ja noch viel zu entdecken im Wald. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Was haben wir denn hier? Alles klar. Jetzt auf einmal so still. Und wir sind irgendwie geisterartig. Durchsichtig. Das gefällt mir nicht so. Gefällt mir nicht, bin ich ehrlich. Na, an sich ist das schon nice wegen. Oh Gott. Ja, wegen Atmosphäre, aber. Bisschen Schiss habe ich. Oh Gott, jetzt können wir uns entscheiden. Links oder rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Gucken wir mal, was links ist. Oh, das ist noch anstrengender. Dann gehen wir nach rechts. Okay, hier ist aber Giftgas. Und Stacheln vor allem. Da müssen wir aufpassen. Hallo? Danke. Nächste Mal. Ich rede gerade vom Aufpassen und schon sind wir vergiftet, ne? So. Oh Gott. Man kriegt halt auch nirgends seine Ruhe. Was bekommen wir denn hier? Ich meine, man muss hier ja hin, also sowieso als Katze. Oh Gott. Dementsprechend. Ah, okay, ein Herzcontainer. Dementsprechend ist dieser Ort ja auch erst für später gedacht, ne? Du hast ein Lebensfragment gefunden. Nice, deine AP wurden erhöht. Müssen wir erstmal zurück. Das ist natürlich. Man kann ja nicht speichern so zwischen, ne? Diese Glocken sind ja rar gesät. Ich denke mal, wir gehen erstmal hier weiter. Oh Gott, da ist auch eine Menge los. Ja, ja. Und ich denke, oh, und so lange kann es ja auch nicht sein. Und das war ja nicht so schwer zu holen. Das Herzcontainer, wenn ich jetzt hier sterbe, dann hole ich es halt nochmal. Geht ja relativ zügig. So, was nicht relativ zügig geht, sind diese Aufzüge hier. Hallo, danke. Darf ich weitermachen? Ja, nice. So, klettern wir mal hoch. Was ist das? Du hast einen Wappenfragment gefunden. Seine Essenz erlaubt es dir, dich beim Beten zu teleportieren. Endlich! Wir können uns teleportieren! Dir wollte ich noch einen mitgeben, eigentlich, ne? Dir will ich noch einen mitgeben. Das heißt, wir können uns jetzt bei der Glocke teleportieren. Siehst du mal, und das ist halt auch, man muss halt erstmal ein bisschen weiterspielen, um dieses Feature überhaupt freizuschalten. Wie gemein ist das denn bitte? Das hätte schon standardmäßig drin sein sollen, finde ich jetzt. Aber gut. Dann schauen wir mal, ja. Nee. Ja, wir können jetzt hier natürlich jetzt jederzeit. Ah, das ist der Start. Okay, das ist ja. Also kann man nicht jeden Ort teleportieren. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt erstmal noch zu diesen anderen Orten hin, wo noch Wege sind auf der Karte, die wir nicht aufgedeckt haben, weil wir nicht konnten oder weil wir noch nicht da waren. So, ein weiter nach rechts, wir können hier. Nee. Ah, hier! Nein, nein, nein! Es ist gemein, ne? Hier kommt man zum Beispiel nur als Katze weiter. Und dann natürlich noch ein Herzcontainer. Du hast ein Lebensfragment gefunden, deine AP wurden erhöht. Nice. Und sogar wie mal so als geisterhafte Erscheinung hinter der Katze auftritt, ne? So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo wir jetzt nicht hingehen können. Irgendwo hier links war das, ne? Ja, irgendwie hier oder da unter? Oh.
Und noch einer. Aber guck mal, den hätte man jetzt auch zum Beispiel am Anfang mitnehmen können, ne? Wir können noch ganz zum Start. Guck mal, da unten rechts ist noch was und beim Start. Machen wir das doch erstmal. Dass wir halt zum Anfang des Spiels zurückgehen. Nur um aufzudecken, was da ist. Weil ich möchte halt schon so weitestgehend die Karte komplett aufgedeckt haben am Ende des Let's Plays. Ich glaube, das würde die auch wollen. Oder zumindest das, was mir möglich ist, aufzudecken, ne? Hallo, wieso? Danke. Ja, zumindest das, was also ich hab. Wieso kann ich die nicht treffen? Was ist denn hier los? Seht ihr das? Dank. Hä? Naja. Zumindest ich habe das Bedürfnis, es im Let's Play so weitestgehend aufzudecken, wie es mir möglich ist. Dementsprechend versuchen wir das mal, ne? Es kann natürlich sein, dass ich nicht alles schaffe. Vielleicht, man weiß es nicht. Vielleicht sind spezielle Sachen an bestimmten Events gebunden. Ich hoffe es mal nicht. Guck mal, die halten aber auch immer noch eine ganze Combo aus, ne? Ich versteh's nicht. Ich meine, wir sind jetzt durch halbes Spiel schon durch und trotzdem müssen wir gefühlt auf die Gegner noch reinschlagen, bis sie halt irgendwann down gehen, ne? Ich meine, eigentlich müsste sowas schneller gehen. Waren wir uns schon? Ja, waren wir schon. Aber da war ja auch kein weiterer Ausgang. So, was haben wir denn hier? Wir können jetzt hier noch weiter links. Jetzt kriegen wir so ein ganzes Tutorial-Kram, ne? Ein Bötchen. Nice. Ist da noch was? Nee. Ja. Kennt ihr das Buch? Das hat sich. Vergiss es. Der Weg hat sich gelohnt. Naja gut. Jetzt haben wir nicht im Wald bitte verrecken. Wir haben hier noch einiges aufzudecken. Gott, diese halten aber auch viele aus, ey. Ich muss unbedingt ein bisschen irgendwie versuchen, irgendwelche Upgrades zu bekommen. Das ist ja mega nervig. So, langsam. Mit Geduld müssen wir hier durch. Ist aber, wie ich finde, immer noch ein sehr schönes Startgebiet, ne? Da haben wir noch was. Seht ihr das? Und da, das ist ja Stadt Chaos da rechts. Guck mal. Ich würde schon gerne irgendwie. Ey, da unten ist ja auch noch was. Ich meine, wir waren doch schon eigentlich so gut wie überall, oder nicht? Und wir haben alle Wege so gut wie möglich freigeschaltet, die wir freischalten können. Überall sind irgendwelche blockierten Wege und Pfade. Wie man immer über der Glocke auftaucht, ne? Da haben wir auch noch was hier rechts unten. Also wir haben auf jeden Fall... sehr viel zu erkunden noch. Na, komm. Hier soll noch ein Weg sein, aber irgendwie... vielleicht nur als großer? Nee. Hier vielleicht? Oh, man kann... Wer bist du denn? Hallo? Rede mit mir. Ah, mein Kuchen. Es tut mir leid, aber red doch mit mir. Ah, mein Kuchen. Nohorn, geh nur Horn. Geh nach Hause. Oh, Nohorn. Ja, aber erzähl mal was.
Ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren oder muss ich erst zusammen prügeln? Und nenn mich nicht Nohorn, nur weil ich kein Horn habe. Jetzt sag doch mal was anderes. Ich einfach Leute schnell in der Stadt verprügeln. Es muss. Du musst doch Sinn haben hier. Oder ist es dein Sinn, dass ich auf die eintresche und hoffe, dass du mir was anderes zu erzählen hast? Es muss doch noch Wege geben, wo wir hin müssen. Ein Ziel oder so. Jetzt außer ein Kuchen. Leute. Wenn dieses Spiel nicht so konfus wäre, ne? So manches Mal. Jetzt haben wir hier einen Ort aufgedeckt, so einen geheimen Ort, wo halt so ein kleiner Gollum drin sitzt, der nur über seinen Kuchen erzählt. Ja, super. Als Katze kommt man ja nicht hoch. Na gut, immerhin haben wir diesen Ort aufgedeckt, können wir mal kurz wegspeichern. Da rechts haben wir auch noch was. So, eure Sternchen da nehme ich mit. Oder Munis, wie die heißen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. So, hier war es auch noch eng runter, ne? Oh Gott, ist ja alles voll. Ist damit die Leiter hier gemeint? Tun wir schon, ne? Ja. Wäre super. Das war ja nur der Weg, den wir hätten nehmen können. Das ist natürlich immer die Frage, ne? Wo geht das nächstes hin, ne? Hier kommen wir ja jetzt auch nicht weiter, weil es halt auch nichts gebracht hat. Das war ja halt ein anderer Weg halt. Na gut, klappern wir erstmal den Rest ab. Da waren ja noch ein paar freie Stellen. Da werden wir erst alle freien Stellen, die wir hier überall haben, ne? Aufgedeckt haben. Das wäre halt auch nice, ne? Mehr Schaden. Giftschaden für die Pfeile wäre auch schon nice. Wenn wir erstmal alles aufgedeckt haben. Oh, bitte, please, kein Boss. Oh, danke. Ich hatte schon das Gefühl, als wenn ich jetzt gerade einen Boss trigger. Geht's da weiter? Ich denke nicht. Sieht auf der Karte auch nicht danach aus. Okay. Diese aschenden Kammern, ne? Aber hier sind wir ja gleich in der Nähe. Weil hier ganz rechts war nämlich noch was. Au! Hä? Hier weiter nach rechts? Hä? Bin ich ganz doof? Ist also dieser Raum da... Ich bin auch... Hä? Ach so. Oh nein, diese Viecher. Die ignorieren wir mal. Oh nein, mich hätten. Man kommt ja auch nicht leicht wieder hoch, ne? Oh, die können blocken, ey. Ich wechsle noch manchmal die Tasten. Das tut mir echt leid. Komm her, du Glocke. Gut, gut, dass wir jetzt teleportieren können. Sehr schön. Gehen wir nochmal zum Kloster zurück. Und gucken mal von hier aus nochmal, wo wir hin können. Wir können da ganz nach links, aber da war ganz rechts auch noch, glaube ich, eine... Hast du noch was zu erzählen? Unter des heiligen Schutzes unseres Gottes, lass es und beten für die Seelen der Verstorbenen und für die, die von der Dunkelheit verschlungen wurden. Bitte, mein Gott, hab Gnade für die Seele meiner armen Schwester, damit sie in Frieden ruhen kann. Von mir aus? So, wir haben diese Tür hier noch. Verschlossen. Da würde ich halt echt gerne rein.
Wir haben auch nicht mehr so viel Auswahl, ne? Wir haben echt nicht mehr so viel Auswahl. Außer da. Aber war das nicht einfach nur eine Abkürzung oder so? So, wir müssen eigentlich in der Nähe sein, ne? Nee. Castwappen nötig, um vorzuschreiten. Alles klar, das hab ich ja ganz vergessen. Wir haben echt nicht viel Auswahl, tatsächlich. Wir haben echt nicht viel Auswahl. Außer jetzt nochmal. Ich weiß nicht. Weil die ganzen Gebiete sind alle so stressig, bis die zu erreichen. Deswegen versuche ich immer erst die leichteren zu nehmen. Die jetzt mit der Nähe sind. Guck mal, hier könnten wir nach links gehen, aber da ist ja auch eine Felswand, ne? Hier, da. Naja, gut. Dann müssen wir uns wohl über jetzt nach ganz nach links quälen, ne? Ich habe keinen, sonst habe ich nämlich keinen Schimmer, was hier genau auf uns zukommen wird. Oder beziehungsweise wo ich hin soll. Ne? Guck mal, hier ist eine kaputte Glocke. Warum kann man die nicht aktivieren? Das ist halt echt nicht nett. Was ist das für ein Raum? Wieso existiert er? Naja, macht nichts. Gut. Dann würde ich sagen, lass mich jetzt mal treffen. Und dann gehen wir hier durchs Wasser. Erneut. Sogar Fische leben hier. Das ist voll nett und voll nice gemacht. Wir können auch hier nach links, ne? Oh, was bist du denn da unten? Das ist eine Qualle. Und da unten liegt noch was. Haben wir es doch gar nicht gesehen? Dreckigen Pilz erhalten. Was macht der dreckige Pilz jetzt schon wieder? Wichtig? Wichtiger Gegenstand. Irgendeine weiße, schleimige Substanz tritt aus. Imp-Mädchen mögen das. Imp-Mädchen mögen das? Warte mal, das war doch das. Imp-Mädchen ist doch das kleine Mädchen ganz am Anfang irgendwo im Wald, ne? Da war, soweit ich mich erinnere, auch ein kleines Mädchen, was gesagt hat, so. Verschwinde, Mädchen oder Mensch. Oder sowas. Ihr erinnert euch hoffentlich. Ich erinnere mich daran noch. Es war ziemlich zu Beginn des Spiels, ne? Danke. Werden wir auf jeden Fall noch abchecken gehen. Also erstmal müssen wir hier irgendwie weiterkommen. Nice. Natürlich lassen wir auch irgendwelche komischen Sachen fallen. Okay, hier können wir nicht weiter. Aber hier. Yo. Ich wollte eigentlich. Wo geht's denn hier überhaupt lang überall? Das ist ja krass. Plötzlich von einem Moment auf den anderen hat man wieder 1000 Millionen Wege, ne? Danke. Stacheln. Okay. Da haben wir irgendwas geöffnet da oben. Soweit ich gesehen habe. Ja, diese Luke, ne? Ah, guck mal. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite der Stachel, der Steinwand. Seht ihr das? Hier ist die Steinwand. Ah, sag mal. Komm, was sind wir denn, diese Gegner hier? Da, ihr seht's. Und da oben geht's auch noch hoch. Na komm. So. Hier können wir auch noch nach links. Wobei es mir hier schon nach... Nein, please, bitte nicht.
nach dem Boss aussieht. Frieda, das verlassene Etwas. Du siehst ziemlich armselig aus, Frieda. Was bist du? Ja, Etwas. Etwas bist du. Oh, bitte mach da. Oh, Junge. Bitte mach keine. Scheiße. Alter, wie. Ich hoffe einfach mal, dass ich sie beim ersten Mal besiege und jetzt beschwört sie auch irgendwelche Viecher. Frieda, was soll das? Oh Gott, sie lädt wieder irgendwas auf. Okay, die Hälfte haben wir ja schon runtergedrückt. Ich würde hier schon gerne wissen, was die ganze Lore hinter. Lore hinterm Spiel ist, weil. Oh Gott. Ja. Oh, diese Hunde auch noch. Sag mal, jetzt. Ich versuche mal dahin auszuweichen, wo sie nicht hinguckt. Aber überall sind Hunde. So, sie guckt jetzt nach. Jetzt dreht sie ja noch direkt in dem Moment um, ne? Nein. Ich habe nichts mehr zu heilen. Und wir haben sie besiegt. Du Etwas. Okay. Ja. Das war ja mal... nice. Auf jeden Fall, Leute. Ich würde mal sagen, hier beenden wir den Part. Wir haben jetzt was gefunden, wo wir noch nicht waren. Da werden wir im nächsten Part erforschen gehen. Und ansonsten gucken wir mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar da. Und abonniert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich hoffe mal, dass wir im nächsten Part ordentlich Fortschritt erlangen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.